Dynamo TV wird präsentiert von Asti. Ayas, kann man dich erstmal ganz fett zum Tor gratulieren? War es ein geiler Moment, als das Ding zappelt? Ja, natürlich. Ich glaube, war ein schweres Spiel. Das 1-0 hat uns ein bisschen Mut gegeben. Und ich glaube, wir haben zum richtigen Zeitpunkt das 1-0 gemacht. Auf jeden Fall in den ersten 30 Minuten waren wir brutal stark. In meinen Augen, wir hatten uns sehr gute und clevere Sachen vorgenommen, die wir wirklich zum Teil richtig gut umgesetzt haben und waren dadurch brandgefährlich. Ich glaube, da hätten wir in der Phase 2-0 machen müssen. Dann haben wir eine Phase, wo wir ab der 30. das Spiel ein bisschen aus der Hand geben, weil wir im eigenen Ballbesitz passiver werden und dadurch Union besser ins Spiel kommen lassen. Es ist schon eine starke Mannschaft, die physisch auf allen Positionen richtig, richtig gut ist. Das ist gerade in der Luft und bei den Einzel-Zweikämpfen schon nicht einfach, gegen die zu bestehen. Und da haben wir ganz schön Lehrgeld gezahlt in der Phase, bis wir 2-1 zurücklagen. So, und dann kam nochmal so ein Punkt, so ein Knacks durch die Mannschaft, wo nochmal alle gesagt haben, komm, jetzt müssen wir wieder. Und haben uns dann belohnt mit dem Ausgleich. Und dann bis zum Ende des Spiels war es recht ausgeglichen. Auf beide Seiten gab es noch gute Aktionen, wo er hätte mehr rauskommen können. Ich glaube, wir müssen daran arbeiten, unser Spiel, was wir phasenweise gut durchgesetzt haben, mehr an die 90 Minuten zu bringen. Also vielleicht waren es heute 35, 40 Minuten. Das muss mehr werden. Wir haben das 1-0 gemacht und hätten wir länger verteidigen können, aber haben dann schnell noch nach der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit, das 1-1 gefressen und haben dann das 2-1 gefressen. Aber ich denke, durch unsere Moral und kämpferische Leistung haben wir halt wieder gut zurückgefunden und das 2-2 gemacht und sind sehr froh, dass wir wenigstens hier einen Punkt mitnehmen konnten. Fakt ist, Union ist eine starke Mannschaft. Trotzdem hat man von außen das Gefühl gehabt, ihr habt euch das Leben auch ein bisschen selbst schwer gemacht. So. Ja, gut. Natürlich, wenn du 1-0 in Führung liegst und noch die Möglichkeit hast zum 2-0, dann ist es dann natürlich schon bitter, wenn du dann auf einmal 2-1 hinlegst und musst nochmal eine Schippe drauflegen. Das war schon anstrengend, weil wir eigentlich eh versucht haben, die Berliner permanent unter Druck zu setzen, dass sie nicht befreit spielen können. Ist uns teilweise auch ganz gut gelungen, aber trotzdem haben sie oft die Lücke gefunden. Aber dann haben wir auch trotzdem weiterhin gut verteilt. Die haben jetzt nicht so viel zugelassen. Und ja, dass dann so zwei Dinger da noch reintrudeln, ist dann ja schon bitter gewesen, aber ich bin froh, dass wir zurückgekommen sind. Ihr habt nach einer halben Stunde so ein kleines bisschen den Faden verloren und das Spiel aus der Hand gegeben. Bis dahin habt ihr das Ding dominiert. Woran lag das aus deiner Sicht? Ja, natürlich war super Stimmung. Die Fans haben die Unioner nach vorne getrieben. Wir haben eigentlich gut dagegen gehalten, außer ein paar individuelle Fehler. Aber ich glaube, sonst war das eigentlich ein gutes Spiel von uns. Janik, für sein Zweitligadebüt kann man sich durchaus eine schlechtere Kulisse erstmal vorstellen, oder? Ja, klar. Ist natürlich ein Traum jedes Kindes, vor so einer Kulisse zu spielen. Ich denke, jeder Fußballer guckt montagabends das Zweitligaspiel, weil einfach nicht viel anderes im Fernsehen kommt. Da hat man schon gemerkt, dass hier in der Alten Försterei eine super Stimmung herrscht. Was man hier sein Debüt geben kann, das ist natürlich wie im Traum. Wie wichtig war es dann nach dem 2-1 direkt den Ausgleich zu machen, auch für die Moral? Ja, auf jeden Fall wichtig. Das war ja letzte Woche schon so, dass wir trotzdem wieder zurückgefunden haben. Und das ist halt unsere Leistung, zum Schluss kämpferisch zurückzufinden. Und sind froh, dass wir das halt geschafft haben. Dein Assist zum 2-2, sehenswert von außen. Hast du dann gesehen, Lumbi geht ab, ich tippe den mal dahin? Ja, der Ball lag ganz gut, ich brauchte nicht mehr groß vorbereiten. Ja, dass Lumbi so ein Tempo hat, habe ich ihm gar nicht mehr zugetraut. Aber ich wollte ihn einfach drüber chippen und ist im richtigen Moment gestartet. Das war dann ein perfekter Ablauf. Und das war, glaube ich, heute ganz, ganz wichtig, dass du schnell das 2-2 machst. Weil wenn du dann lange brauchst, dann wird es noch schwerer. Aber das haben wir ja letzte Woche gezeigt, dass wir auch das können. Ich weiß nicht. Vielleicht war es einfach nur dann guter Pass, guter Laufweg. Weiß nicht. Auf jeden Fall hatte ich dann den Vorsprung. Und für den Abwehrspieler natürlich auch schwierig, weil er sich erst drehen muss. Aber ich denke, dass ich noch ganz gut vom Fleck komme. Hast du da noch ein bisschen gezittert, dass noch einer rankommt von den Abwehrspielern? Naja, erstmal überlegst du, bist du im Abseits oder nicht. Habe aber dann nicht mehr rausgeguckt und habe dann gesehen, dass der Torwart relativ weit vor war und wollte dann einfach nur schnell zum Abschluss kommen, weil der Winkel sonst immer schlechter wird. Und ja, haben natürlich dann glücklich erwischt, dass er dann da hinten reintrudelt. Erst noch Angst gehabt, ob der Abwehrspieler ihn noch kriegt, aber habe dann gesehen, dass der Ball zu schnell für ihn war. Und dann war klar, dass er reintrudelt. Was habt ihr, als der Schlusspfiff ertönt ist, euch gegenseitig gesagt? Unterm Strich zufrieden mit dem Punkt hier? Unterm Strich sind wir natürlich zufrieden mit dem Punkt, vor allem wenn man den Spielverlauf sieht. Klar, nach der ersten Halbzeit ist es ein bisschen ärgerlich, dass wir nicht das zweite Tor nachlegen. Aber ich denke, in der zweiten Halbzeit, am Anfang haben wir es nicht so gut gemacht, da hat Union das Spiel gedreht. Aber wir haben Moral bewiesen, einen schnellen Ausgleich gemacht. Und im Endeffekt können wir dann sehr zufrieden sein mit dem Punkt.